Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystro Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Willkommen zurück zu einer weiteren mysteriösen Folge Spider-Man 2. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz mysteriös mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die mysteriösen Menschen, die das letzte Video mit einer mystischen Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen für die PlayStation 5, bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ganz locker, ganz easy. Wo ist denn hier der Spider-Bot? Achtung. Okay, komme ich da ran? Yes! Pete würde sicher gern so rumlaufen wie du. Scarlet Spider. So, ich würde gerne mal hier so eine mysteriöse kleine Nebenmission machen. Dafür müssen wir hier drüben hin. Downtown Queens. Mysterium entdeckt. Na, schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Sieht aus wie eins von Becks Mysterien. Okay, was treibt ihr hier? Was geht hier ab? Kann ich helfen? Das Mysterium wurde mit einem Virus oder so infiziert und jemand ist darin gefangen. Wenn du zum Stopppunkt gelangst, sollte sich das System zurücksetzen. Pass aber bei dem Ganzen auf dich auf. Wie kann ich mir in einer Illusion wehtun? Und das, mein Freund, wollen wir herausfinden. Okay, Quentin, wenn du das sagst. Beste Platzierung. Mal schauen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein hier. Was soll ich hier genau tun? Spider-Man! Willst du hier den? Muss sie finden. Kämpf um dein Leben. Was soll ich machen hier? Gegner besiegen? Spider-Man! Wow. Was siehst du da drin? Ein Haufen Bösewichte! Einschließlich Mysterio! Bad Boys! Komisch klingt, aber Cole und ich glauben, dass der Mysterio-Schurke von dem erschaffen wurde, der unsere Mysterien wow. sabotiert hat. Kann ich da nicht irgendjemanden rausprügeln? Indem sie Illusionen als Waffen einsetzen, um Leute zu quälen. Wir glauben, wenn du diese Anomalie besiegst, dann können wir die Geisel retten. Außerdem, je effizienter du diese Anomalien ausschaltest, desto eher finden wir heraus, was falsch gelaufen ist. Und warum? Ich debugge also Code, indem ich diese grünen Schädelkerle bekämpfe? Okay. Alter, vom Züge. Oh mein Gott. So, rausgekickt. That's the way. Jetzt mal einen Dicken wieder los. Wo ist hier noch jemand? Alter. Ich fliege aber auch in jede Richtung, ne? Noch jemand? Besiegte Brecher. Wow, 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 wow. Achtung, der Zug. Ich hab's geschafft. Du hast gewonnen. Oh mein Gott, das war schrecklich. Alles gut. Es ist vorbei. Beeindruckend. Deshalb wirst du also Superheld genannt. Geil, Mann, wir haben sogar Gold geholt. Tagebuch. Das Wichtigste. Oh, da muss man drin bleiben. Okay, hören wir uns an. Das Wichtigste zuerst. Wir brauchen einen Pitch für Investoren. Moment, Cole, nimmst du das auf? Ja, Aufnahme läuft. Ich verstehe nicht, wieso wir alles aufnehmen müssen.
Weil wir eines Tages berühmt sein werden. Und unsere Fans werden hinter die Kulissen gucken wollen, sozusagen. Okay, also für den Pitch kann ich eine Prototyp-Illusion erstellen, die... Tolle Idee. Wir brauchen auch noch einen Namen für unsere Attraktion. Wie wär's mit Mysterien? Nein, nein, nein. Wir werden nicht den Namen Mysterio verwenden. Auch nichts Ähnliches. Auf keinen Fall. Die Leute werden dich Mysterio nennen, ob's dir gefällt oder nicht. Aber ich bin nicht mehr Mysterio. Ich bin Quentin Beck, Meisterillusionist. Beck wollte kein Bösewicht mehr sein. Gut. Oh, der sagt noch was gut für ihn. Oh, eines unserer Entwicklertagebücher. Dieses Projekt lag Patsy sehr am Herzen. Leider sind noch mehr Leute überall in der Stadt in Mysterien gefangen. Wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt und ihn zur Strecke bringen. Diese Mysterium-Sache ist komisch. Aber wenn da Leute gefangen sind, muss ich helfen. Und es gibt einen besonderen Anzug. Herauszufinden, was los ist. So sieht's aus. Wir müssen den Leuten helfen für den besonderen ultrageilen Anzug. Aber wir sind auch irgendwo noch böse Buben. Das muss aufhören. Schau mal hier. Spider-Man! Das muss Holt aufhören, euch den Jungs. Kein Deal. Los geht's. Alter, wir prügeln aber auch rein. Gegner parieren. Geht das überhaupt hier bei denen? Ja, die hier. Oh, die schlagen sich gegenseitig. Feuer frei. Kann ich noch parieren? Ist hier noch Mr. Parierer? Ja, bei denen geht's noch. Du da. Go away. So, haben wir. Also haben wir es noch mitgenommen. Easy going. Lass mich nicht allein. Och nein, du schon wieder? Um die Ecke steht ein Krankenwagen. Ich bring dich hin. Ey, ich rette immer wieder diesen Dude, ne? Der Senioren-Teenager. Der wahre Schurke hier in Spider-Man 2. Ich hoffe, es war nicht zu heftig. Viel Glück. Sei gesegnet, Spider-Man. Sei gesegnet. So, hier ist ja noch alles mysteriös unentdeckt. Prowler. Prowly, Baby. Onkel Aaron hat hier ein Versteck. Ich sollte es finden. Irgendwo da unten. Wahrscheinlich das Ding hier, ne? Oh ja. Oh ja. Oh, wieder die Nummer hier. Bams. Ein Schaltkasten? Ich schock mich mal da rein. Der wird sich reinschocken. Das hat die Tür nicht geöffnet, aber den ersten Schalter aktiviert? Es muss noch mehr Schaltkästen geben, die den Rest aktivieren. Und die gehen wir jetzt suchen, ha? Huh? Jetzt müssen wir irgendwie Schaltkästen finden. Die Frage ist nur, wo sind die? Ah, hier ist einer. Onkel Aaron muss einen Timer eingestellt haben. Ich muss die Kästen zünden, bevor er abläuft. Moment, warte, hier ist einer. Na toll, das geht mit Zeit. Da ist ein Kasten. Boah, das sind richtig viele. Wo ist denn noch so ein Kasten? Oh, da drüben. Warte. Oh, Spider-Man. Und noch einer. Oh, wo ist der letzte?
bestimmt irgendwie hier. Oder auch nicht. Vielleicht einer ganz oben? Jo, ist hier zufällig ein Kasten? Yes. Let's go. Kasten 1. Kasten 2. Kasten 3. Komm. Kasten 4. Das waren alle. Jetzt sollte ich zum Versteck können. Das Spiel bleibt kreativ. Das weckt vielleicht Erinnerungen, Junge. Mein allererstes Versteck. Warum in Queensbridge? Die Moon Turtle Arcade. Das war sie zumindest, bis sie für den Wolkenkratzer abgerissen wurde. Mein Vater und ich haben damals praktisch dort gewohnt. Mir gingen dauernd die Münzen aus. Aber Jay gab mir immer welche von seinen. Ich würde alles dafür geben, mit meinem großen Bruder noch einmal zu Arcade zu gehen. Ich vermisse ihn. Ich auch, Onkel. Ich wünschte, Dad und Onkel Aaron hätten sich vertragen können, bevor er... Ja. Tja, so ist das immer, ne? Hinterher wünscht man sich, hätte man sich vertragen, wie belanglos die meisten irdischen Probleme sind. Das sehe ich mir mal an. Ich muss an eurer Tracking-Programmierung arbeiten. Suchen Was geht, ja? Habt ihr Spaß? Ich sollte mal Hundeleckerlis mitnehmen. Gute Idee. Spudermann. Boah. So viele Dogos. Du da hinten, bist du der Letzte? Venom-Schmettern haben wir nicht. Falscher Spider-Man. Pete hatte recht. Roboter bekämpfen macht Spaß. Es ist halt lässig, ne? So, hier ist so ein Prowler-Ding, aber ich will noch Mysterio. Level 28, Level 29 sind wir bereits. Mann, wir leveln aber auch echt kräftig, du. Wir sind echt kräftig am Ableveln. Mysteriös. Vorne ist noch ein Spider-Bot. Krieg ich den nicht? Nee. Warte. So, und von hier aus machen wir einfach den hier. Auch nicht, doch. Oh, Spider-Bot. Du schockst mich. Hey, ich habe Neuigkeiten über unsere mysteriösen Bots. Dieser fremde Ping kommt von weit her. Also... Wir reden von Millionen von Meilen. Etwa aus dem All? Nein, wahrscheinlich verschleiern sie ihren Standort oder so. Ja, ich glaube, mit nur ein paar mehr Bots finde ich den Ursprung. Wer immer das ist, ich will ihnen die Hand schütteln. Ich will eigentlich da drüben hin. Irgendwo aus dem All wäre saucool. Weltallthematik. Wäre alles möglich. Wäre alles möglich. Auch aus dem All. Kommen Gefahren und Bedrohungen. So, was machen die Hafenboys hier drüben? Mysterium entdeckt. Ich wette, da gibt es einen richtig geilen Anzug. Also einen Mysterio-Anzug. Deshalb ist die ganze Sache ein... Ich Moin, soll Jungs. Ihr Netze ausliefern! Wer will sie haben? Bam, bam, bam. 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 Noch jemand? Hilfe!
Spider-Man! Noch du schon wieder, mein Gott. Ich schwing dich rüber zu einem Krankenwagen. Die werden Hör dir doch helfen. Auf, dich dauernd in Gefahr zu begeben. Senioren-Teenager. Nur noch ein Stückchen! Das alte Kind. Ich hätte auch eine schwere Krankheit und wir machen uns hier aufs Übelste über ihn lustig. Ist nicht cool, Leute, ist nicht cool. Na bitte. Jetzt wird alles gut. Ich kann dir nicht genug danken. Und mein Freund ist dein größter Fan. Der sieht genauso aus wie ich. Aber wir sind nicht verwandt. Oh, hier so ein Foto. Ja, das wird gehen. Naja, wenn ich reich wäre, würde mir das Panorama auch gefallen. Ich hätte zwar auch Angst, dass ich die Bälle vom Dach spielen würde, aber sie können sich sicher leisten. Ja, reich sein ist bestimmt geil. Bin ich von überzeugt. So, was geht hier unten ab? Ist das immer so eine Klopperei oder? Oder auch andere Dinge? Warte mal, ich will nochmal direkt hier meinen Anzug und meine Fertigkeiten verbessern. Mit Miles. Gesperrt im Besitz. Bam. Und Anzüge, was haben wir hier Neues? Ich nehme mal den hier, der sieht schon geil aus, ne? Der hat schon was. Carnage-mäßig. Beste Platzierung, ohne Platzierung, besiege alle Gegner. Alright, let's go. Willkommen in meinem Mysterium! Hilf mir doch jemand! Hey! Bleib, wo du bist! Ich finde dich! Da draußen bist du vielleicht ein Held! Eins kannst du mir glauben. Für manche bin ich ein Schurke, egal wo ich bin. Oh, was okay, war das denn jetzt? Hallo? Diese Illusion ist eine Illusion. What? Was war das eben gerade für ein wilder Trip? Was ist passiert? Du willst überleben. Dann musst du zuerst an mir vorbei. Wow. Oh, was geht hier gerade ab? Das wirkt gar nicht wie eine Illusion. Wie machen die das? Was geht hier ab? Wow, ich bin tot. Okay, wir müssen nochmal rein. Das ist ja eine abgedrehte Runde. Ich muss dann so schnell wie möglich irgendwie Mysterio persönlich anvisieren. Hey! Bleib, wo du bist. Ich finde dich. Da draußen bist du vielleicht ein Held. Schurke. Eins kannst du mir glauben. Für manche bin ich ein Schurke, egal wo ich bin. Okay, Miles, denk dran. Alles ist eine Illusion. Sogar dieser Mysterio. Bam. Okay, jetzt geht's rund. Jetzt kommen wieder die Roten. Was ist passiert? Du willst überleben. Dann musst du zuerst an mir vorbei. Kann ich ihn irgendwie herziehen? Was ist mit dem? Ist der weg? Komm mal her. Komm mal her. Das ist gar nicht wie eine Illusion. Wie machen die das? Okay, jetzt sind sie wieder normal. Unmöglich. Zurück zu den anderen Schurken. Oh, jetzt müssen wir Gas geben, du. Bam. Oh, die sterben ja gar nicht. Unglaublichen Spider-Man! Hätte ich mehr erwartet! Bam. Boah. Verdammt! Okay, jetzt muss ich den Rest ausschalten. Okay, wo ist der Rest? Hier drüben ist noch einer. Autsch.
Noch sind wir gut in der Zeit. Yes, Baby. Nochmal Gold geholt. Ich dachte, ich würde sterben. Du bist jetzt sicher. Aber mach langsam. Okay, die Dinger sind schon echt krass. Und wieder ein Tagebuch. Wir hören rein. Okay, dein Image. Wir wollen den Investoren zeigen, dass du kein Krimineller mehr bist. Ich habe dafür gesessen. Reicht das nicht? Leider nicht. Reden wir über deinen Werdegang. Wie bist du überhaupt damals zu Mysterio geworden? Ist das wirklich nötig? Wenn du erfolgreich sein willst, ja. Es war wohl größtenteils Ego. Wir haben alle Egos, Quentin. Nicht wie meins. Der Superschurke hat ein großes Ego. Kaum zu glauben. Na, Quentin, ruft er nochmal durch. Okay, die Dinger werden also immer schwerer. Brauchen wir in allen Gold? Wahrscheinlich besser wär's, ne? Wahrscheinlich besser wär's, überall Gold zu haben. Boah, die Feuerdudes. Wow, die werden doch den ganzen Block sprengen. Spider-Man, was geht? Ich durchkreuze euren Plan. Leider keinen Schaden. Das ist alles Teil der Prophezeiung. Lässt sich einspinnen? Und das war's. Boah, was geht denn gerade ab? Dein Ende ist das Feuer. Okay, die Gegner hier werden auch immer derber, ne? Ihr habt doch keine Zeit. Hier geht's um Menschenleben. Verdammt noch. Eins. Das wird eine. Boah, der hat mich gekillt. Hinter Flamme seine Maske. Ja, ich sehe auch schon ziemlich verkokelt aus. Ich weiß, wir wollten im okay, ich würde sagen, wir machen weiter mit der Story jetzt ein bisschen. Und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, beim nächsten Mal wieder reinsippen, ans Gewinnspiel denken, auf Wiedersehen und tschüss!